Vor kurzem habe ich wieder ein paar Modelle bestellt und diese sind nun angekommen. Und das Ganze schauen wir uns heute einfach mal an. Die Modelle kamen in zwei Paketen, einmal ein großes und einmal ein kleineres. Und wir schauen zuallererst mal in das große Paket. Und da sehen wir schon das erste Modell. Hierbei handelt es sich um eine Boeing 757 von DHL in der Thank You Livery von Herpa im Maßstab 1 zu 500. Und das nächste Flugzeug im Paket ist auch wieder eine 757 von DHL, diesmal in der Hello Austria Livery. Und zu guter Letzt haben wir hier im großen Paket noch ein A380 von Qatar Airways. Schauen wir nun ins zweite, kleinere Paket. Und hier können wir es eigentlich kurz machen. Hier sind nämlich nochmal die beiden 757 drin von DHL. Keine Sorge, das war kein Unfall. Beide Modelle habe ich jeweils mit Absicht doppelt bestellt. Und warum ich das getan habe, das klären wir noch im späteren Verlauf des Videos. Nun werfen wir einen Blick auf die einzelnen Modelle. Und wir fangen hierbei an mit dem Airbus A380 von Qatar Airways. Und was soll ich zu diesem Modell sagen? Mich hat's gefreut. Das hier ist wirklich ein Modell, das ordentlich Potenzial hat. Ein Potenzial, das Herpa hier anscheinend wirklich mal erkannt hat. Weil die Nachfrage nach einem Qatar A380, die besteht jetzt wirklich schon seit Jahren. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass Herpa hier nach all der Zeit auch wieder ein A380 rausbringt. Weil vor einigen Jahren gab es bereits mal ein Vorgängermodell von diesem hier und dieser war ganz offensichtlich ziemlich schnell ausverkauft und wurde ziemlich schnell auch recht selten. Trotzdem gab es ja immer noch Leute, die sich das Modell sehr gerne gekauft hätten und so sind die Preise auf dem Gebrauchtmarkt ordentlich gestiegen. Mit dieser Neuauflage ist es jetzt auch Leuten möglich, dieses Modell für einen etwas günstigeren Preis zu kaufen. Gut, das Modell ist immer noch nicht besonders billig, aber immerhin billiger als der Vorgänger auf dem Gebrauchtmarkt. Nun kann man sich aber durchaus fragen, ob der neue A380 nun besser ist als der alte oder ob die Modelle gleich gut sind oder schlimmer, ob das alte Modell sogar besser ist als das neue. Und gute Nachrichten, ich bin tatsächlich im Besitz von dem alten Qatar A380, somit können wir diese beiden Modelle auch hier mal gegenüberstellen und uns anschauen, welches Modell was besser macht. Und das erste, was mir hier direkt ins Auge fällt, ist der Farbton. Der alte A380 scheint hier ein bisschen dunkler ausgefallen zu sein. Beim neuen ist die Farbe etwas heller. Ich selber bevorzuge hierbei das etwas hellere Design. Ich finde, das sieht ein bisschen realistischer aus, ein bisschen realitätsnäher, aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber es gibt trotzdem eine Sache, wo man die beiden Modelle nochmal genauer miteinander vergleichen kann und wo man auch sieht, welches Modell hier etwas besser macht. Und das sind die kleinen Details. Klar, beide Modelle haben die gleiche Standardlackierung erhalten von Qatar Airways. Das ist alles schön und gut, ist auch schön umgesetzt. Aber Herpa hat ja in jüngster Zeit angefangen, die 1 zu 500 Modelle mit etwas mehr Details auszustatten. Details, die halt eben, als der alte Qatar A380 auf den Markt kam, eben noch nicht vorhanden waren. Und so sehen wir eben beim neuen Qatar A380 viel mehr kleine Details, die das Modell meiner Meinung nach ordentlich aufwerten. Diese Details machen sich bemerkbar bei den Triebwerken, und auch vorne an der Front des Flugzeugs. Klar, es sind ganz kleine Details, aber die geben diesem Modell so verdammt viel. Etwas, was hierbei auch dazu gekommen ist, ist ein Set-Dome oben am Rumpf des Flugzeugs. Auch dieser ist beim alten A380 nicht vorhanden. Man kann ja also durchaus sagen, dass das neue Modell viele Dinge einfach besser macht als das alte und somit
kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich für dieses Flugzeug interessiert, dass man sich das auch ruhigen Gewissens kaufen kann. Herpa bekommt allgemein den A380 sehr gut hin und jetzt mit den ganzen Zusatzdetails ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Und selbst für die Leute, die vielleicht sogar den alten A380 in der Flotte haben, wäre dieses neue Modell auch etwas, weil Herpa hat hier auf ein ganz entscheidendes Detail auch noch geachtet und das ist die Kennzeichnung des Flugzeugs. Der neue A380 hat nämlich eine andere Kennzeichnung erhalten als das alte Modell, das heißt, man kauft das Modell quasi nicht doppelt. Es handelt sich um zwei verschiedene Flugzeuge. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Da hat Herpa wirklich was Gutes auf den Markt gebracht. So viel zum A380. Gehen wir nun weiter zu den beiden 757 von DHL. Beziehungsweise zu den 4757. Das sind zwei verschiedene Modelle, aber ich habe insgesamt jedes Modell doppelt gekauft. Schauen wir uns erstmal die zwei verschiedenen Modelle an, um die es sich hier handelt. Zum einen haben wir hier die Boeing 757 von DHL in der Hello Austrian Livery, beziehungsweise auf der Seite steht Servus Austria. Etwas, was mich bei diesem Modell sehr freut, ist, dass Herpa das erste Mal eine DHL 757 mit Winglets ausgestattet hat. Alle bisherigen 757 von DHL, die von Herpa rauskamen, hatten alle keine Winglets. Und genau das gilt eben auch für die zweite 757, die ich hier gekauft habe. Diese ist in der Thank You Livery. Und im Großen und Ganzen finde ich, Herpa bekommt die 757 echt recht schön hin. Sind also zwei wirklich gelungene Modelle. So, nun ist aber natürlich die Frage, warum habe ich mir diese beiden Modelle jeweils doppelt gekauft? Ich bin ein ganz großer Fan der DHL Standardlackierung. Heißt, keine Special Livery. Ich möchte eigentlich nur die Standard Livery sehen. Herpa hatte allerdings in den letzten Jahren die Angewohnheit, bei der 757 dafür zu sorgen, dass die immer eine Special Livery erhält. Was ich ehrlich gesagt nicht so wirklich verstehe. Weil wenn es um andere DHL-Modelle geht, hat Herpa immer die Standardlackierung rausgebracht. Beispiele sind da die 767 oder der A330. Aber bei der 757 kamen in den letzten Jahren 3 Stück auf den Markt. 2 davon sehen wir hier im Bild. Und wirklich keine davon hat nur einmal die Standard-Livery von DHL getragen. Es gibt lediglich ein Modell, das in den frühen 2000er Jahren auf den Markt kam, das die Standard-Livery erhalten hat, in Form einer 757. Dieses Modell ist allerdings nicht mehr so besonders leicht zu haben. Es gibt diese 757 zwar noch auf dem Gebrauchtmarkt, aber das, was ich bisher gesehen habe, hat mir nicht besonders gut gefallen. Wir reden hier von Preisen von 60 bis 70 Euro und das bin ich bisher noch nicht bereit gewesen, für dieses Modell auszugeben. Zumal Herpa ja über die Jahre die 757 auch weiterentwickelt hat und wie ich finde, setzt Herpa die 757 auch heutzutage einfach ein Stück weit besser um. Somit habe ich mich für die etwas billigere Variante entschieden und habe die beiden aktuellsten Modelle eben jeweils doppelt gekauft. So, nun habe ich aber natürlich immer noch nicht die Standardlackierung dadurch und jetzt kommt der Teil, wo ich ein bisschen Arbeit reinstecken muss. Die beiden doppelt gekauften Maschinen sollen jetzt natürlich jeweils die Standardlackierung erhalten. Ich werde also hierbei die Special Sticker bzw. die Special Aufschrift auf den Modellen entfernen, werde wahrscheinlich noch die Kennzeichnung ändern. Und dann hätte ich zwei verschiedene 757 von DHL in der Standardlackierung. Eine mit Winglets und eine ohne Winglets. Trotz allem würde ich mich weiterhin darüber freuen, wenn Herpa sich endlich erbarmt und mal wieder eine DHL 757 rausbringt in der Standard DHL Livery. So viel zu den Modellen. Viel mehr gibt es hierzu nicht mehr zu sagen. Demnach haben wir das Ende von diesem Video erreicht. Also lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.